sterben zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der ist gestorben. Und sie werden sterben. Du, meine Schwester, wirst sterben. Du, mein Bruder, wirst sterben. Ich werde sterben. Der Bruder Bujwil hat eben gesprochen, wird sterben. Bruder Abu Adam, wen kennt ihr noch? Abu Hamza, Abu Anas, Abu Hussein, Abu Muawiyah und die in der Rest. Die werden alle sterben. Wir werden alle sterben, Achi. Deine Mutter wird sterben, dein Vater wird sterben, deine Schwester wird sterben, dein Bruder wird sterben, dein Mann wird sterben, dein Kind wird sterben, deine Tochter und Sohn werden sterben. Alle werden sterben. Innahum. Sie werden wahrlich. Allah macht hier eine ganz klare Sache. Sie werden wahrlich alle sterben. Alle. Keiner wird mehr bleiben. Haben wir über diese Eier nachgedacht? Einfach, Achi, so kurz. Eine Eier. Eine Eier, Achi. Denk nicht darüber nach. Verstehen wir? Wir verstehen sie nicht mal. Wir verstehen sie nicht. Aber wenn ich Lieder singe, verstehen wir sie. A'udhu billah. Dann weißt du, wo unsere Lage ist und wo unser Zustand ist. Und lass diejenigen mit den Leuten, lass die anderen auf uns zeigen. Lass die anderen über dich lachen. Kein Problem. Lachen die über dich, weil du Hijab machst. Lachen die über dich, meine Schwester, weil du dich bedeckst. Lachen die über dich, Bruder, wenn die sehen, dass du dich wie Muslim benimmst. Lass sie lachen. رُبَّمَا يُوَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا الْمُسْلِمِينَ. Wünschen werden sich die Nicht-Muslime, Muslime gewesen zu sein. Sie werden sich das wünschen. Und lass dich auch nicht, da werden sagen, ja, aber guck mal, die haben doch recht. Die ganze Frau, wie eben der Bruder gesagt, die ganze Frau werden unterdrückt. Die werden mit dem Kopftuch gezwungen. Den Mann zwingt ihn das. Ich war am Infostand in Mönchengladbach und sagte, liebe Geschwister, eine Frau kommt zu mir, eine ältere Dame, armselige Person. Möge Allah sie recht leiden, tut mir eigentlich leid. Kommt zu mir und sagt, sie unterdrücken die Frauen. Sie zwingen die Frau mit Hijab. Hijab kann sie ja gar nicht aussprechen. Sie zwingen die Frau mit dem Kopftuch. Sie machen das so, bla bla bla, warm schreien. Ich habe gesagt, hey, Moment, bleib mal locker. Was für zwingen? Woher weißt du, dass wir unsere Frauen zwingen? Hast du schon mal mit einem mit Kopftuch gesprochen? Nein, mit dem rede ich nicht. Ich habe gesagt, okay, kein Problem. Ich habe mein Handy rausgeholt. Ich habe gesagt, bitteschön, hier, ruf an. Ruf meine Frau an und frag, ob sie gezwungen ist. Ach, was soll ich sagen? Wurde gesagt, die Mann hatte der, wo die schon klein waren, hat man das in den Kopf reingesetzt. Hab ich gesagt, das kann nicht sein. Meine Frau ist konvertiert zum Islam, erst mit 19 Jahren. Meine Schwiegereltern sind arisch-deutsche. Die haben bestimmt meine Frau nicht von klein an. Meine Frau gesagt, zieh Kopftuch an. Im Leben. Das, was mein Schwiegervater zu meiner Frau gesagt hat, gesagt, heirate keinen Türken. Ohne Spaß jetzt. Ja, ich meine, der kennt die Türken nicht. Wenn er in der Türkei ist, dann wird er anders denken. Aber es ist Unwissenheit. Ich nehme das gar nicht böse. Unwissenheit. Aber ich sagte, wie? Ich so, ja, meine Frau ist Deutsche. Meine Frau ist konvertiert. Die geht nicht, dass man der von kleiner Ruf an. Nein, das was das für einer, hat er gesagt, mit der rede ich auch nicht. Fingen Sie weiterhin. Bla, 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 bla. Ich habe gesagt, hör mal zu. Bevor du sagst, guck mal, bevor wir den Dornen aus deinen anderen Augen, was kein Dornen ist, aber bevor du bei uns zeigen willst, zeigen drei Finger auf dich selbst, Omi. Nämlich deine Nonnen sind auch bedeckt. Nee, das ist was anderes. Ach, warum was anderes? Weil ein bisschen Pony rausguckt oder was? Nee, für mich ist das nichts anderes. Deine Nonnen, hab ich gesagt, bedecken sich auch. Ja, nee, kann man nicht. Wie kann man nicht? Aber das kann man nicht, aber auf unsere Frauen zeigst du. Abgesehen, soll ich euch einen Beweis geben zu Unterdrückung der Frauen, Kopftuch, Zwang? Guck mal, wenn das Kopftuch gezwungen wäre, oder die Frau, man zwingt die Schwestern, du musst Hijab, also man schlägt die zu Hause und bla bla, tralala, die Geschichte, was sie erzählen. Von Brüder Grimm, diese Sachen, die erzählt werden. Sag ich dir mal was. Guck mal, Bruder, als es über Kopftuch verbot, ich glaube, das war 2006, ich weiß nicht ungefähr, wann das war, als es über Kopftuchverbot in Deutschland gesprochen worden ist und man sprach darüber, wie viele Frauen sind auf der Straße gegangen, haben demonstriert? Ja, warum haben sie denn demonstriert? Weil sie gezwungen werden? Also wenn ich gezwungen wäre, wenn ich der Unterdrückte bin und dann heißt es, wir verbieten diese Unterdrückung, dann gehe ich doch nicht auf der Straße und sage, ey, nein! Lass sie mich unterdrücken. Warum sind die Frauen auf der Straße gegangen und gesagt, kein Kopftuchverbot? Das Kopftuch ist meins, ich, das ist meine Entscheidung. Warum? Tausende Frauen haben das gemacht. In jedes Land ist es so. Wenn die Frau doch so gezwungen wird. Weil die nicht gezwungen wird, weil das alles nur Gelaber ist. Alles nur Rede. Die reden und erzählen und erzählen. Und viele Muslime fallen da rein. Und sagen, ihr seid die Bösen und ihr seid die Bösen und ihr seid die Bösen. Das, liebe Geschwister, ihr dürft ja nicht darauf eingehen. Ihr müsst euch, liebe Geschwister, sowas nicht erzählen lassen. Man muss nur ein bisschen nachdenken, ein bisschen überlegen.
Und dann wird man sehen, wer lügt und wer die Wahrheit sagt. Diese Gastgeber von dieser Sorte. Wir sagen, liebe Geschwister, nicht, geh dich schlagen, hau sie. Nein, Lache. Armselig. Wir müssen eigentlich traurig sein darüber, dass sie so denken. Und man muss versuchen, sie aufzuklären, auch wenn sie nicht wollen. Und wir bleiben gut zu ihnen. Ich habe zu der alten Frau auch gesagt, kein Problem, gehen Sie weiter. Soll ich Ihnen einen deutschen Spruch sagen, leben und leben lassen? Ja, die war am Schrank und gesagt, leben und leben lassen. Ganz einfach. Das sagt ihr, nicht ich. Das habt ihr uns beigebracht. Leben und leben lassen. Wenn dir es nicht passt. Du willst jetzt etwas aufzwingen. Wir zwingen nichts auf. Wir sind hier, um aufzuklären. Darum machen wir diesen Infostand. Deswegen, ganz einfach. Musst du nicht darauf eingehen, Achi. Und die sagen, ja, aber dann kommt das Schlimmste, liebe Geschwister. Ja, aber ihr müsst euch freisprechen. Ihr müsst euch entschuldigen. Und wir müssen uns entschuldigen, dass wir Muslime sind. Und ach, schade, tut mir leid, dass ich ein Muslim bin. Tut mir leid, das, was die da hinten machen. Und diese Verallgemeinerung, ich werde damit beenden, diese Verallgemeinerung kotzt mich sowieso an. Also ich meine, mein kleiner Bruder, der ist 12, der weiß, dass man nicht verallgemeinern kann. Der weiß, wenn jemand einen Fehler macht, dann ist das die Person selbst und nicht alle Menschen. Aber heutzutage, einer macht einen Fehler, irgendwo im Osten, irgendwo im Westen, irgendwo im Süden, Norden, ich weiß nicht, wo auch immer. Ihr seid alle so. Subhanallah, was ist das für ein Verhalten? Dass man alle verallgemeinert dann. Und dann müssen wir uns entschuldigen. Und wir müssen uns freisprechen von denen. Wir sprechen uns frei von falschen Taten. Wir tun es ja. Wir versuchen, die Leute zu sagen, dass das nicht richtig ist. Aber eine Frage habe ich auch an diese Leute. Erstens, wenn einer einen Fehler macht und sofort verallgemeinert man und dann sagt man, muss man den Islam verboten, man spricht vom Islamverbot und der Islam muss verboten, dann ist dasselbe Beispiel, wenn im Fußballspiel die Hooligans ausrasten, dann muss man auch von einem Fußballverbot sprechen. Das geht nicht, ist ein Schaden. Das ist ein Schaden. Genau wie ihr sagt, einer macht Faxen, wir reden von Verbot. Wir sagen, einer macht da Faxen, nicht einer tausend macht Faxen, wir reden von Verbot. Andersrum, ihr sagt, entschuldigen, freisprechen. Wir sprechen uns frei von Gewalt, von Ehrenmord, Zwangsheirat. Und wie oft, ich habe keinen Bock, das mehr zu erzählen. Wie oft haben wir das gemacht? Wie oft noch? Ich glaube, ich muss mit einem Stempel in den Schirm laufen, ich bin gegen Zwangsheirat. Sowas verlangen die langsam. Aber haben wir von euch gesagt, Emma, sprecht euch von Pädophilen raus? Die katholischen Priester, die Pädophilen sind, die kleine Kinder vergewaltigen. Ihr müsst euch von denen freisprechen. Ich habe noch nie gehört, dass sie sich von denen freisprechen. Ja, machen Sie es doch auch mal. Wenn Sie uns verlangen von uns, während wir es sogar tun, sagen wir auch zu euch dasselbe. Wenn ihr mit dem Finger auf uns seid, können wir auch. Aber das ist nicht die Art und Weise zu kommunizieren. Das ist, weil wir wissen, dass es nicht die Art und Weise ist. Das hätte ich tausend Beispiele bringen können. Deswegen, liebe Geschwister, wir versuchen immer das Gute immer nach vorne ausstrahlen zu lassen. Und immer das gute Denken und das gute Benehmen nach vorne lassen. Auch wenn es manchmal schwer für uns alle ist, für mich selbst. Wir lernen alle. Wir sind Brüder und Schwestern und wir versuchen gemeinsam zu lernen. Das ist, liebe Geschwister, was wir behalten sollen und wichtig für jeden einzelnen Bruder und Schwester meinerseits. Vergiss nicht, wer du warst. Vergiss nicht, woher du kommst. Ich meine nicht damit Nationalität. Ich meine, in welchem Sumpf wir mal waren. Ja, und vergiss nicht, wer dir die Rechtleitung gegeben hat. Und das war Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat das erlaubt. Deswegen lass nicht keine Hochmut dich überkommen, weil du jetzt etwas mehr gelernt hast und mehr weißt. Oder weil du dich jetzt bedeckt hast und die andere Schwester ist noch nicht bedeckt. Du musst ja die Chance geben, dass sie dich auch bedeckt. Weil du warst irgendwann mal auch nicht bedeckt. Aber das hat man sehr schnell vergessen. Und Bruder, du warst irgendwann mal auch ohne Gebet. Ich saß heute mit den kleinen Kindern, wir haben Kinderunterricht bei uns in der Moschee. Und ich saß mit den kleinen Kindern. Und da war ein kleiner Junge am Koran. Wir waren Koran am Lernen, da war die Surah al-Fatiha am Rezitieren. Der hat Fehler gemacht. Und einer war über den am Lachen. Dann habe ich mir gedacht, Subhanallah, irgendwann waren wir auch so. Irgendwann, vor im Islam, haben wir auch immer die Fatiha stotternd rezitiert. Haben wir alles langsam gelernt. Und jetzt sind wir an diesem Punkt erlangt, den wir haben. Das dürfen wir nie vergessen, Achim. Deswegen, wir brauchen uns gemeinsam. Wir brauchen uns alle. Und ich liebe jeden Bruder und Schwester im Islam, die Allah Ta'ala anbeten, einzig und allein. Und ich sehe die als Bruder und Schwester und meine das mit Wort, als Bruder und Schwester. Und versuche das zu machen, was ich kann. Warum wir uns alle brauchen? Eine Hand kann nicht klatschen. Eine Hand, sagen die Araber, kann nicht klatschen. Brauchst beide Hände. Stimmt's oder nicht? Es ist Wahrheit. Deswegen, wir brauchen uns auch alle. Einer setzt den anderen.